Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Ich habe ein Tattoo auf meinem Oberschenkel, welches vier mir sehr wichtige Menschen verewigt. Von dreien musste ich mich bereits verabschieden. Und bei einem wünschte ich, ich müsste mich nie von ihm verabschieden. Denn ehrlich, auch wenn ich es schon ein paar Mal erlebt habe, hasse ich Abschiede. Da möchte ich schon 3 Tage vor dem eigentlichen Tschüss anfangen zu heulen. Natürlich gibt es Abschiede, die richtige Befreiungsschläge sein können, die einem eine Last von den Schultern nehmen und einen endlich wieder atmen lassen. Aber es gibt eben immer mal wieder welche im Laufe eines Lebens, die richtig schwer fallen und die dennoch unweigerlich dazugehören. Da kann man noch so sehr hadern und sich wünschen, die Zeit könnte einfach stillstehen. Der Abschied kommt und ein Mensch, den man eigentlich sehr mag, muss gehen. Was macht man dann mit seinen Emotionen? Wohin mit dem Vermissen, mit den Erinnerungen, sowohl den guten als auch den schlechten? Wohin mit der Angst vor der Ungewissheit? Was kommt denn jetzt, wo ein geliebter Mensch fort ist? Ich gebe es zu, ich fühle mich in der ersten Zeit nach einem wichtigen Abschied fast etwas unvollständig. Dann fehlt da etwas. Die Stimme der Person, ihr Zuspruch, ihre Wärme. Und mit jedem Tag, der verstreicht, merke ich, wie einzelne Momente aus der Erinnerung verblassen. Nicht gänzlich, dafür sind sie zu sehr in meinem Herzen verankert. Aber sie bekommen einen leichten Schatten, fast wie ein gräulicher Schleier, der sich über sie legt. Mir hilft es in solchen Momenten auch zu schreiben, was mir an dem Menschen wichtig war, was ich mir unbedingt merken muss und was ich ihm vielleicht noch hätte sagen wollen. Dann habe ich das Gefühl, einen Teil der Beziehung konservieren zu können, so dass sie mir Mut macht und mir ganz allein gehört. Sie gibt mir Beständigkeit in der Zeit, nachdem die Beständigkeit der Beziehung wegfällt. Und manchmal, da gewähre ich mir auch einen Blick in den Himmel und stelle mir vor, dass die Menschen, die ich durch den Tod gehen lassen musste, irgendwo da oben, vielleicht neben Gott sitzen, auf mich hinabschauen und so doch noch jeden meiner Wege begleiten. Dann mache ich richtige Spaziergänge mit ihnen. Sie sind da oben und ich laufe hier unten durchs Feld und überlege, was sie mir vielleicht zu bestimmten neuen Herausforderungen in meinem Alltag raten würden, wie ihre Tipps lauten würden, wie sie vielleicht lachen würden und wie sie mich vielleicht auch in den Arm nehmen würden. Und natürlich kann ich nicht sagen, was die echten Personen wirklich dazu sagen würden oder wie sie sich inzwischen verändert hätten. Aber das ist im Endeffekt nicht so wichtig. Denn wichtig ist, dass ich sie in meinem Herzen behalte und mit jedem Abschied, so schwer er auch sein mag, merke, das ist nicht das Ende. Es geht weiter und es gibt da eine Vorstellungskraft, die mir niemand nehmen kann.